So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und dieses Mal ein Dungeons & Dragons Commander Set, Dungeon of the Death. In Englisch, ganz wichtig für mich, in Englisch, weil in Deutsch waren die Dungeon doof und ich möchte lieber Venture into the Dungeon als im Gewölbe weiterziehen oder wie das heißt. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, wir haben wieder die etwas umweltfreundlichere Verpackung mit weniger Plastik. Dementsprechend machen wir die mal auf und gucken uns das Deck mal an. Ich habe mir extra dieses Deck ausgesucht. Mir ist bewusst, dass das Barnes-Deck besser ist. Vielleicht zeige ich euch das noch, aber nur vielleicht. Ich suche mir ja meistens immer so eine Sache raus, wo ich euch mal so beispielhaft so ein Commander-Deck zeige oder eben ein Produkt zeige. Und das war ja bei Strixhaven, habe ich euch zum Beispiel das schwarz-weiße Deck gezeigt. Oder naja, bei den 20-Euro-Commander habe ich mir auch immer beide gekauft. Damals, als diese Produkte noch cool waren mit den Commandern. Naja. Gute alte Zeit. So, dann können wir hier dran. Wir haben hier dann dieses komische Inlay, das wir hier mit diesem Ring rausziehen können, wo dann der Commander drin ist, der immer noch nicht ausgestanzt ist, was ich total doof finde, mit komischen Markern und komischen anderen Stuff. Ja, Pappe. Braucht kein Mensch. Dann gucken wir uns mal das Deck an. Wunderschön, hier wirklich schön. Dann Dungeons & Dragons mit dem Commander drauf und eben dieser Box. Öffnen wir das mal. So, als allererstes in diese Box passen gesleevte Karten rein. Und zwar 100 Stück. Das finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir eine Erklärung von dem Deck. Eine Mini-Erklärung. Und eine Commander-Regel-Erklärung. Auch das sehr, sehr cool und sehr, sehr wichtig, weil das soll ja ein Einsteigerprodukt sein. So. Every game is a new campaign. Set Booster. Und hier oben gibt es für Paper Magic Werbung. Das finde ich sehr cool. Und hier wird noch so ein bisschen erklärt, was die anderen Commander sind. Auch das werfe ich mal weg. So, dann haben wir einen Live-Zähler. Dieser Live-Zähler ist unendlich schön. Oh mein Gott. Und ja, leider Gottes, unendlich schön. Dann haben wir unseren Commander und Token. So, unser Commander ist hier erstmal in einem Etched Foiling, in so einer Plastikkarte, also alles Plastik, was sie außenrum gespart haben, haben sie jetzt hier reingetan. Und das Foiling ist praktisch nicht vorhanden. Also doch, da sieht man, sieht es minimal, aber es ist nicht gut. Unser Commander ist Zephyrus of the Hidden Ways. 3 Mana 2/3. Immer wenn ein oder mehr Kreaturen aus dem Friedhof von irgendwo hingetagt werden, dürfen wir im One Dungeon venturen. Und wir können das nur einmal pro Runde machen. Und Create Undead. Das ist keine Fähigkeit, weil wir sind ja auch weiterhin in Dungeons & Dragons, was komische Fähigkeiten hat, die keine Fähigkeiten sind. Immer wenn man einen Dungeon completet, bringen wir eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Was ganz cool ist, weil wenn wir einen Dungeon completen und wir diese Runde noch nichts getriggert haben, kriegen wir eine Kreatur zurück ins Spiel und dann dürfen wir direkt in den nächsten Dungeon reingehen. Sehr, sehr cool. Unsere Token sind Illusion, 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 Clues, Clues, Clues und 3 Dungeon. Okay, dann kann ich euch direkt zeigen, was ich cool finde. Treasure, Treasure, Goblin, Zombie, Zombie, Skeleton, Skeleton, Champion of the Wits ist hier drin. Nice. So, und dann haben wir eben genau diese Karten. Das ist der normale Dungeon mit Lost Mine. Das ist der Dungeon of the Mad Mage, der halt im Mad Wizard Layer endet. Danke für nichts. Und dieses Tomb of Annihilation sagt Obliate, wir werfen eine Karte ab, ob von einem Artefakt und ob von einer Kreatur und ob von einem Land. In Deutsch, ich habe es mir hier irgendwohin bereitgelegt, Sekunde, so viel zu bereitgelegt. In Deutsch steht da leider ein Oder, deswegen ist das ziemlich kacke, deswegen hole ich mir Dinge meistens auf Englisch. Tut mir leid für die Leute, die gerne Deutsch mögen. Gucken wir uns das Deck an. Wir haben erstmal ganz vorne nochmal unseren Commander drauf. Die gute Zephyrus of the Hidden Ways. Human Wizard. Diesmal in einem richtigen Foil. Und die sieht in Foil. Na, hier gibt es doch bestimmt. Warum ist hier eine Karte andersrum drin? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Wie das hier, was das hier gibt. So. Zephyrus of the Hidden Ways. Und unser zweiter Commander ist auch in Foil. Oh mein Gott, so, jetzt verstehe ich das. Nehmen wir den Commander. Genau, die haben wir schon erklärt. Dann haben wir theoretisch diesen Horror, den wir als Commander nehmen können. Auch der ist in Foil, auch wenn man es nicht so krass sieht. 5 Mana 3/5, wenn er ins Spielfeld kommt. Was? Für jeden Gegner können wir eine ungetappte Kreatur tappen, also die wir kontrollieren. Und wenn wir das tun, kriegen wir die Kontrolle über eine Kreatur mit derselben Stärke von der Tapp-Kreatur, solange wie wir diesen Nihilor kontrollieren. Und immer wenn eine Kreatur angreift, die einen Gegner kontrolliert, die einen Gegner besitzt, so ist es richtig, kriegen wir 2 Leben und der Spieler verliert 2 Leben. Hm, okay, das ist mir zu kompliziert. Finde ich nicht cool.
Ich spiele dann lieber Venture the Dungeon, dafür habe ich mir das Deck ja geholt. So, gucken wir es mal an. Immovable Rod. Ein Mana, wenn man kann. Was? Man kann den nicht enttappen, wenn man möchte. Also man kann entscheiden, ob man den tappt oder nicht. Wenn er ins Spiel bekommt, venturen wir einen Dungeon. Sehr, sehr cool. Und für 4 Mana tappen, solange der getappt ist, verliert eine andere permanent ist alle Fähigkeiten und kann weder angreifen noch blocken. Da ist mein Lichtausgang. Ich gehe mal kurz ein anderes Licht holen. So, dann gucken wir mal weiter. Radiant Scholar. 6 Mana, 3, 6 fliegend Lifelink. Und wenn der oder eine andere Nicht-Token-Kreatur ins Spielfeld kommt, venturen wir ihn dann. Sehr, sehr cool. Und wir können ihn für 1 Mana abwerfen, um in den Dungeon zu venturen und 3 Leben zu bekommen. Sehr, sehr cool. Das heißt, wir können ihn abwerfen hiermit und können ihn wiederholen. Und ja, so viel Dungeon. Dann Revivi. 3 Mana Instant. Wir würfeln einen W20. Wichtig, kein Spindown, sondern einen W20, was wir nicht dabei bekommen, was ich sehr schade finde. Und wir adden die Nummer, die Anzahl an Karten in unserem Friedhof oben auf den Würfel drauf. Bei 1 bis 14 bringen wir alle Kreaturen, die in diesem Zug auf den Friedhof gekommen sind, zurück ins Spiel. Wenn wir eine 15 oder höher würfeln, ja, entweder nehmen wir die Hand oder wir bringen sie halt bei einer 15 oder höher halt ins Spiel. So ist es richtig. So. Through Investigation. 3 Mana. Wenn wir angreifen, kriegen wir ein Investigate, also kriegen wir ein Clue. Das ist cool. Und immer wenn man einen Clue opfert, venturen wir im Dungeon. Auch sehr, sehr, sehr cool, diese beiden Fähigkeiten zu kombinieren. Ich mag Venture the Dungeon. Arcane Endeavor. 7 Mana Sorcery. Man wirft 2 D8er. What the fuck? Jetzt sind es keine D20er mehr, sondern D8er. Okay, kann man mal machen. Und wir ziehen Karten gleich der Anzahl an Sachen, die wir als Result haben. Also bis zu, wir suchen uns ein Result aus. Das heißt, wir können bis zu 8 Karten ziehen oder halt eine. Und dann kann man Instant or Sorcery casten mit Mana-Kosten weniger als diese Ding. What? What the fuck? Dann haben wir Min, Willy Illusionist, 3 Mana 1-3, Gnome, Wizard, Legendary Creature. Immer wenn man die zweite Karte in einem Zug zieht, kriegt man eine blaue Illusion. Und diese blaue Illusion kriegt plus 1 plus 0 für jede weitere Illusion auf dem Spiel. Super, super coole Karte. Und immer wenn eine Illusion stirbt, können wir eine permanente Karte Mana-Kosten gleich oder weniger des Kreaturen-Power von unserer Hand ins Spiel bringen. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Phantom Steed, 4 Mana, 4-3 Flash. Wenn sie ins Spielfeld kommt, exilen wir eine andere Karte, bis das Phantom Steed das Spiel verlässt. Und wenn sie angreift, kreieren wir eine tappte und angreifende Kopie dieser Karte, außer dass es eine Illusion ist. Und am Ende des Combats wird sie geopfert. Sehr, sehr coole Interaktion. Hiermit Rod of Absorption, 3 Mana Artefakt. Wenn ein Spieler eine Instant oder Sorcery Spell castet, exilen wir sie und tun sie nicht in den Friedhof, okay. X Mana tappen, wir können den opfern und man kann eine beliebige Anzahl an Spells casten, die mit dem gemacht wurden. Okay, mit dem Mana-Kosten von X oder weniger, weil X die Mana-Kosten sind, die wir hier bezahlen. Sehr, sehr starkes Teil. Grave and the Veil. Okay. 7 Mana Instant, man rollt 2d10. Wunderschönes Set, oder? Und sucht sich eins der beiden Ergebnisse aus. Wir bringen eine Kreaturenkarte mit so vielen plus 1 plus 1 Marken wie das Result zurück ins Spiel. Dann verliert der Gegner X Leben, wir kriegen X Leben, wobei X die Anzahl an dem anderen Result ist. Okay. Wand of Orcus, also diese Wands gibt es halt in allen Farben anscheinend. 3 Mana legendäre Ausrüstung Equipment. Wenn die angreift oder blockt und Zombies, die ihr kontrolliert, kriegen Death Touch. Okay, also die Kreatur, die angreift oder blockt und alle Zombies kriegen Death Touch. Wow, wie kompliziert geschrieben. Und immer wenn die Non-Combat Damage zum Spieler zufügt, kriegt man so viele Zombies. Wie unglaublich schwierig geschrieben. Extract Brain. Ein Gegner wählt X Karten aus seiner Hand. Man guckt sich diese Karten an und man kann einen Spell darunter casten. Was ganz witzig ist. Dann haben wir Midnight Pathlighter. 4 Mana 2-3 und Kreaturen, die man kontrolliert, können nur bei legendären Kreaturen geblockt werden. Das ist sehr stark. Und immer wenn eine oder mehr Kreaturen einem Gegner Kampfschaden zufügt, venturen wir in den Dungeon. Das ist ziemlich cool. Gerade wenn man Erstschlag-Kreaturen hat, triggert das nämlich doppelt. Einmal für den Erstschlag und einmal für den Nicht-Erstschlag-Combat. Cataclysmic Gear ist hier drin. 5 Mana, 4-5, Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel wegkommt, sucht jeder Spieler ein Artefakt, eine Kreatur, einen Planeswalker und eine Verzauberung aus und opfert alle anderen Karten. Den spiele ich in meinem Mojo-Teil. Krass, Eternal Dragon, 7 Mana, 5-5 fliegen. Für 5 Mana können wir den auf die Hand zurücknehmen und können wir nur einen Upkeep benutzen mit Plane Cycling. Sehr, sehr cool natürlich hiermit, weil er aus dem Friedhofzug auf die Hand kommt und wir dann eben venturen können. Karmic Guide, uff.
5 Mana 2-2 Fliegenschutz vor Schwarz für 5 Mana Echo. Das heißt, da müssen sie am Beginn des nächsten Saisonsmoments wieder 5 Mana bezahlen, sonst wird er geopfert. Und wenn er ins Spiel kommt, bringen wir eine Kreatur und das ist noch Friedhof zurück ins Spiel. Sehr, sehr cool. Sunset, wow, what the fuck? Hier sind richtige Staples drin. 6 Mana, 6-6. Wachsamkeit, wenn er ins Spiel kommt oder angreift, bringen wir eine permanente Mana kosten 3 oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Auch hier mit Zephyrs, sehr cool. Sunblast Angel. Boah, eine Bombe nach der nächsten. 6 Mana, 4-5 fliegend, wenn er ins Spiel kommt, zerstören wir alle getappten Kreaturen. Champion of the Witz, den kannten wir schon. 3 Mana, 2-1, wenn er ins Spiel kommt, ziehen wir Karten in Höhe seiner Stärke. Wenn wir das tun, werfen wir danach 2 Karten ab. Mit Eternalize, wo der dann eben 4-4 ist. Was bist du denn? Courageur of Mysteries, 4 Mana, 4-4 fliegend, immer wenn man cycelt oder eine Karte abwirft, Scry 1 mit Cycle. Okay. What? Die Karte war teuer. Phantasmal Image, 2 Mana, 0-0. Man kann die als eine Kopie von einer Kreatur ins Spiel kommen, außer dass es eine Illusion ist. Und wenn sie getargetet wird, muss man sie opfern. Sehr, sehr cool. Doomed Necromancer, 3 Mana, 2-2 für ein schwarzes Mana tappen. Man kann eine Kreatur gerade aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Sehr, sehr cool. Necromantic Selection. 7 Mana, zerstöre alle Kreaturen, dann bringt man eine Karte aus dem Friedhof unter unser Kontrolle ins Spiel zurück. Nur, dass sie schwarz ist und ja, ein Zombie. Danach exiliert man die. Ashen Rider habe ich mir neulich erst bestellt, danke dafür. 8 Mana, 5 wird fliegend, wenn er ins Spielfeld kommt oder stirbt, exilieren wir ein permanentes. Baleful Strix. What the fuck ist hier mit diesem Pack los? Sind die anderen auch so? Da muss ich mir die anderen auch noch holen. Ob die noch verfügbar sind? 2 Mana 1-1 fliegen Death Touch, wenn er ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Hostage Taker. Wow. 4 Mana 2-3, wenn er ins Spielfeld kommt, exilieren wir eine andere Kreatur oder Artefakt, solange wie er das Spiel verlässt, bis er das Spiel verlässt. Man kann die Karte casten, solange halt, man kann Mana Blue Farbe nutzen. Utter End. 4 Mana Instant exilieren Non-Land Permanent. Solomon Simulacrum. 2 Mana, 4 Mana 2-2. Alter, warum ich die ganze Zeit mit 2 Mana? 4 Mana 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, bringen wir ein Land getappt ins Spiel. Wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte. Und was bist du? Choked Asturians. Wenn er ins Spiel wegkommt, zeigen wir eine Insel oder Sumpf vor. Ansonsten kommt es in ein getapptes Spiel. Okay. Darkmortar Catacombs. Ein weißes Mana, ein farbloses Mana tappen, ein blaues, ein schwarzes kreieren. Exotic Oceans. Wir kriegen ein Mana, was ein Land unseres Gegners kontrollieren könnte. Gaia Reach Sanctuary. Jeder Spieler zieht eine Karte, wirft eine Karte ab. Natürlich richtig cool hiermit. High Market. Tappen für ein farbloses oder tappen Opfer einer Kreatur kriegen Leben. Nimbus Maze. Wow, what? Das ist, glaube ich, einer der längsten Reprints da drin. Tappen für ein farbloses oder tappen für ein weißes, wenn wir eine Insel kontrollieren, oder tappen für ein blaues, wenn wir ein Plains kontrollieren. Port Town. Kommt auch getappt ins Spiel, wenn wir keine Insel oder eine Ebene vorzeigen. Prairie Stream. Kommt getappt ins Spiel, jetzt zeigen wir, kontrollieren zwei oder mehr Basic Lands. Die Mana Base hier vorne ist der Wahnsinn. Sunken Hollow kommt getappt ins Spiel, es sei denn, wir kontrollieren zwei oder mehr Basics. Insel Swamp. Die Mana Base ist wirklich der Wahnsinn. Dann haben wir noch eine Menge Kamens, wahrscheinlich ein Ankamens. Hammer, Pasha macht halt den Dungeon doppelt. Wie immer, ich gehe so ein bisschen durch, wenn mir was auffällt. Ihr hört auch im Hintergrund, glaube ich, die ganze Zeit die Glocken. Das tut mir ein bisschen leid. Swords of Plowshares. Nice. Wall of Omens sehr stark. Maldrifter, immer wieder gut, Propaganda, immer wieder gut, aber die haben sie mittlerweile erst echt aufgeprintet. Blackcrafter, sehr gut, Trickmore, Unburied Rites, hier sind richtige Staple drauf, D-Spark, Necrotic Sliver, alle hier sind richtige Staples drin. Arcane Signet, Command Sphere im neuen Artwork, damit die nochmal preislich was hochgeht, richtig schön, Solring natürlich, Wayfarer Bubble in einem neuen Artwork. Wow, das ist ein cooles Artwork. Das würde ich wahrscheinlich sogar eher spielen als das, was ich habe. Arcane Sanctum, ein Bounceland, der Command Tower, Bounceland und ein paar Tutorländer. Und, wow, hier sind sogar alle drei Three-Wing drin. Uff, die Mana-Basis von den Decks ist nice. Wenn das die anderen auch sind, Lightning Reefs. Ja, und diese hässlichen Ebenen mit diesen Effektländern. Ja, es gibt Leute, die mögen, dass da komische Dinge drauf sind. Ich lese da immer irgendwelche Effekte. Deswegen finde ich die doof. Aber, mega. Die Landbase ist mega. Und wenn die anderen auch so sind, ich habe noch ein paar hier rumliegen, beziehungsweise ich habe noch ein paar besorgt und könnte mir noch ein paar mehr besorgen, glaube ich. Und dann, wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich euch mehr zeige, schreibt mir das in die Kommentare, dann versuche ich es möglich zu machen. Ich kann halt nichts versprechen. Alles klar. Ich würde sagen, so viel zu dem Deck. Ich finde das Deck super.
Ich habe mega Bock, das Deck zu spielen. Das ist auch das einzige Deck, wo ich mich wirklich ein bisschen mit reingelesen habe, was das Deck so kann und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich weiß halt nur, dass das andere halt noch teurer ist, das Band. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.